Hallo Leute, der Erik hier, mal wieder mit einem kleinen Mini-Update-Video. In letzter Zeit sind die ein bisschen häufiger als früher, aber ja, wir haben mal wieder Neuigkeiten und ich werde das jetzt einfach mal ganz frech genauso aufziehen, wie das Niklas auch aufgezogen hat beim letzten Mal. Und zwar, indem ich sage, ich habe ein paar gute Nachrichten, ich habe auch ein paar schlechte Nachrichten. Oder ja, sagen wir mal welche, die wir uns anders vorgestellt hatten. Das ist vielleicht der richtigere Begriff. Fangen wir doch mit den guten Nachrichten an. Und zwar läuft ja im Moment auf, am Mittwoch bei uns immer unser kleines Cthulhu-Abenteuer 20 Räume, was uns Niklas kredenzt hat sozusagen und wo wir uns auch sehr, sehr freuen über den Anklang und ja, dass dieses etwas abgefahrenere Abenteuer auch so gut ankommt. Und ja, das wird noch ein paar Wochen laufen, wenn ihr das hier seht. Und wir können aber verkünden, ja, wir haben es geschafft, D&D mal wieder aufzunehmen. Das heißt, wenn diese Cthulhu-Mini-Kampagne durch ist, wird es nahtlos mit Dungeons & Dragons weitergehen. Da haben wir auch einige Folgen aufnehmen können. Wir haben wirklich geschwitzt wie sonst was, weil am Tag der Aufnahmesession sich die Technik überlegt hat, nö, wir machen mal so gar nicht mit hier, dass ja bei unserem Aufnahmeprogramm die Kameras sich schwarz geschaltet haben, sobald man rausgetappt ist und sonst was. Haben wir ewig dran rumgebastelt, bis uns dann ja der Fehler, der durch einen Patch quasi im Programm gekommen ist, aufgefallen ist. Nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir wirklich eine Stunde rumgewerkelt und waren so, ey, fällt jetzt Dungeons & Dragons etwa auch noch aus? So, ja, das war so ein bisschen der Stand. Oh, da vorne ist ein Krankenwagen, da möchte ich natürlich nicht drauf filmen, da drehen wir einfach mal um. Ja, und haben wirklich schon gedacht, oh Gott, jetzt fällt auch noch Dungeons & Dragons aus. Ist es aber zum Glück nicht. Und ja, dementsprechend haben wir da jetzt auch nochmal Folgen aufnehmen können und können euch dann quasi, wenn Cthulhu vorbei ist, gleich mit Dungeons & Dragons den Mittwoch weiter befüllen. Und ja, wie immer geht es dann so lange, wie wir Folgen haben und wenn sie alle sind, sind sie alle. Ja, also das bleibt alles beim Alten sozusagen. Ja, jetzt zur nicht so schönen Nachricht und die betrifft leider, leider, leider Supers. Ja, weil wir haben ja vor knapp 2,5 Monaten verkünden können, ey, wir haben jetzt richtig viele Folgen zusammen. Wir sind jetzt, haben richtig was angesammelt. Wir können jetzt ziemlich gelassen in den Wochenrhythmus zurückkehren, weil selbst wenn mal was ausfällt, einen Monat, dann reicht es immer noch, damit wir über viele, viele Monate euch den Wochenrhythmus ja, präsentieren können. Und ja, ja, selbst wenn nichts zustande kommen würde, immer noch eine ganze Weile. Und es war jetzt noch eine ganze Weile. Wir konnten unsere Geschichte immerhin jetzt mal für 2,5 Monate wieder im Wochenrhythmus weitererzählen. Aber das wird halt leider nicht so weitergehen. Die Folge, die jetzt am Sonntag kommt, am 30. April, das ist erstmal wieder die letzte Folge im Wochenrhythmus. Und das hat den Grund, dass wir tatsächlich ja jetzt 3 Monate am Stück nicht aufnehmen konnten. Im März ist gleich gar kein Termin zustande gekommen. Ja, da haben wir gesucht und gesucht und gesucht und es hat sich ergeben, ey, es kommt nichts zustande. Wir haben keinen Termin, wo wir alle können, wo das funktioniert. Das hat also schon mal nicht funktioniert. So, dann kam der April und im April sah es eigentlich bis vor kurzem so aus, als hätten wir einen Termin. Und ja, kurz vor knapp hat sich dann ergeben, nee, doch nicht. Weil dann was dazwischen gekommen ist und dieser Termin eben auch ausgefallen ist. Und ja, jetzt haben wir quasi im Mai geschaut, was da so die einzige Alternative wäre. Und ja, auch da gibt es keinen Termin, wo wir alle 7 können. Das heißt, dass wir wirklich seit wir, es kam halt, wie es kommen musste. Ja, das ist so diese bittere Ironie des Content-Kreierens. Es kam, wie es kommen musste. Wir sagen, ey, wir haben jetzt endlich einen Puffer. Wir stellen den Wochenrhythmus zurück. Super. Das wird auch über mehrere Monate gut gehen. Und dann ist es wirklich einfach so, dass wir für 3 Monate nicht aufnehmen konnten. Was wir, ja, was uns alle ärgert. Erstens, weil ja, wir uns natürlich auch freuen, wenn wir euch das im Wochenrhythmus präsentieren können, aber auch, weil wir einfach jetzt seit fucking 3 Monaten nicht Supers spielen konnten. Und ich vermisse es als Leiter total, meine Truppe da durchzuführen. Ich vermisse es, ihre Story, meine Story von ihnen mitschreiben zu lassen über ihr Roleplay. Und wir sind halt eben auch gerade an einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Punkt in der Geschichte. Und ja, es geht aber einfach nicht, denn wie gesagt, es ist jetzt so, wir hoffen, dass wir im Juni was hinbekommen, aber
Ja, das Ding ist, wenn wir jetzt im Wochenrhythmus weiter raushauen, dann haben wir im Juni halt nur noch irgendwie 3 Folgen oder so Überschuss. Und ja, das ist uns einfach zu heikel, dass wir dann quasi nur noch 3 Folgen Puffer haben, dann im Juni auch nichts zustande kommt und dann wir am Ende ohne Folgen dastehen und sagen müssen, ey, es gibt komplett eine Superpause. Das ist halt das Letzte, was wir wollen. Deswegen ja, haben wir halt quasi gesagt, wir schalten jetzt wieder in den Wochenrhythmus, damit wir zumindest gewährleisten können, dass Supers kontinuierlich und ohne Unterbrechung weitergeht. Ja, das heißt also, wie gesagt, die Folge jetzt am 30. April ist die letzte Folge im Wochenrhythmus und dann werden wir quasi die nächste Folge am 14.05. veröffentlichen. Das ist dann die nächste Folge und das ist dann quasi also wieder der 2-Wochen-Rhythmus, damit zumindest das aufgeht. Oh, so, jetzt haben wir ein Novum im Verlauf dieser Mini-Updates. Eigentlich sind die ja immer einfach von der Leber weggeredet und ja, aufgenommen und dann so geworfen, ohne Schnitt und so weiter. Aber ich habe was vergessen. Das passiert, wenn man eben ohne Notizen das Ganze macht. Und zwar die Memes. Ja, ihr denkt es euch wahrscheinlich schon. Ich habe es in den Kommentaren auch hier und da immer mal geschrieben. Aber wir machen es mit den Memes ja so, dass wir die aufnehmen, bevor wir eine Super Session machen. So, damit wir, weil das ist zum Beispiel, das ist halt sowas, wo wir halt schon gern alle dabei wären, wenn das aufgenommen wird. Ne? Wir haben gesagt, so, bei manchen Sachen gucken wir einfach, wer von uns Lust und Zeit hat und dann nehmen wir das auf. Aber die Memes sind halt schon was, wo, ja, wir das auch gerne alle zelebrieren wollen. Deswegen nehmen wir die vor den Supers-Folgen auf. Ja, und ich glaube, ihr könnt es euch denken, dadurch, dass keine Supers-Aufnahmesession zustande kam, haben wir eben auch die Memes noch nicht uns angeguckt und noch nicht aufgenommen. Aber werden das dann halt von nächsten Session machen. Aber da sei wichtig dabei zu sagen, dass wir nicht alle 202 Memes, die es glaube ich sind, auf einmal, nee, 204 Memes glaube ich, auf einmal gucken werden. Das werden wir nicht machen, weil sonst sitzen wir da 2, 3 Stunden, nehmen Memes auf, können danach noch ein, zwei Supers-Folgen machen und haben danach dasselbe Problem wie vorher. Und deswegen werden wir es so machen, auch weil wir dachten, es ist für uns ganz schön und für euch vielleicht ganz schön. Wir haben das in 4 Cluster eingeteilt. Ich habe diese 204 Memes habe ich schon in 4 Ordner gepackt. A51 oder 50, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Über 200 auf jeden Fall. Und dann werden wir einfach vor jeder Supers-Aufnahme-Session werden wir einen dieser Ordner angucken, sodass ihr dann quasi immer schön eine Meme-Folge mit knapp 50 dieser Memes bekommt. Und ja, das bedeutet natürlich, dadurch, dass jetzt leider so selten Sessions zustande kommen, dass es ein bisschen dauern wird, bis wir die alle durch haben. Aber ich glaube, es ist das sinnvollste Format, weil wir so dazu kommen, Supers auch aufzunehmen und nicht quasi 3 Stunden durchlachen über die Memes und danach ja, nicht mehr Supers aufnehmen können. So, dass wir halt wirklich so eure Memes kontinuierlich gucken können. Ihr da immer, wenn ihr eine Super Session hattet, sozusagen einen kleinen Einschub, einen kleinen Schnipsel bekommt und wir dann halt irgendwann fertig sind damit. Genau, ja, ich weiß nicht, wo ich in das Video hier reinschneide, wahrscheinlich irgendwo in die Mitte, wenn ich über Supers rede, weil wenn ich das Ganze ans Ende schneide, ist natürlich doof, wenn ich schon gesagt habe, ja, tschüss und dann geht's weiter. Also ich schneide das irgendwo hier rein und übergebe jetzt wieder an Vergangenheits- und für euch Gegenwart, Erik. Ja, ärgert uns alle sehr. Wir haben halt wirklich gehofft, dass wir ja zumindest, weiß ich nicht, bis September, Oktober oder so irgendwie das hinkriegen im Wochenrhythmus. Aber ja, es hat halt nicht sollen sein. Gut, damit seid ihr informiert. Wir bedanken uns wie immer für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann hören und lesen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.